Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller neues Lutschestrünchen. Ja, Freunde, es ist mal wieder Zeit. Wir haben mal wieder Mitte des Monats, schon eine Woche danach. Aber ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen zu tun gehabt jetzt die letzten Tage. Und da ist immer wieder Zeit für eine Runde Lutsches, Freunde. Und da habe ich jetzt mal wieder Bock drauf. Wir haben mal wieder ein bisschen Spaß hier. Spannung, Spaß, auspacken. Schokolade, vielleicht. Den Gewinner für die darauffolgende Box blende ich jetzt wieder ein. Bitte per YouTube privat bei mir melden, dann brauche ich deine Adresse und dann kriegst du nächsten Monat die Box nach Hause für Nüsse. Ja, coole Sache. Da ich hier nicht viel Zeit verlieren möchte, hier haben wir den guten Apparello. Ich habe es natürlich mal wieder vorher aufgeschnitten, damit wir hier nicht in Zeitbredouille kommen oder wieder in irgendwelche Pansing-Szenen, die ich nicht gebrauchen kann. Allerdings ist mir schon aufgefallen, dass die Box sich von hier diesmal öffnen lässt und nicht von der Seite. Also ich habe hier nur die beiden Striemen gehabt. Ich bin gespannt. Als ich das durchgeschnitten habe, kam das Ding so ein bisschen hoch. Was hier drin ist, habe ich keine Ahnung. Das werden wir jetzt wieder gemeinsam aufmachen. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich es aufmache. Ich glaube, so hinstellen und dann so. Probieren wir mal, Freunde. Klemmt tut dann aber trotzdem und ja. Erstmal wieder so den obligatorischen Rundwühler hier drin, damit man mal abchecken kann, was da drin ist. Okay, ein T-Shirt. Ist das eine Figur? Auch hier wieder. Es riecht mir hier sehr, sehr stark nach Figur. Aber hier hinten ist was Dickes. Das müssen wir zuerst raus. Müssen wir safe zuerst rausholen, Freunde. Das ist. Was ist das denn, Alter? Angst, dass mir hier alles rausfliegt. Ist auf jeden Fall eine Art Kissen. Ich werde es hier unten mal hin positionieren. Deckel zu, ich gucke da gar nicht drauf. Hä? Ist das wie so ein Hut von Zelda oder irgendwie sowas? Ach, guck mal hier. Ja, Legend of Zelda. Powered by Lutsches. Ist das wieder so ein Lutsches Exclusive? Weil hier steht das auch schon wieder. Hier. Gibt ihr Artikel, die gesondert nur für Lutsches oder gesondert in den Lutsches-Boxen drin sind. Ja, und ich glaube, das ist hier so ein Apparello. Ein Kissen geht immer, Freunde. Ja, ich finde, das sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Die Farbkonstellation Grün-Gold oder so gefällt mir sowieso Grün-Gelb. Ich mag ja die Farbe Grün. Ja, cooles Ding. Was genau das jetzt hier ist, ich habe keine Ahnung. Irgendein Zeichen. Ich war nie so groß der Zelda-Spieler. Ich finde die Figur lustig vom Aussehen her. Aber gespielt habe ich es nicht wirklich früher. War dann eher der Super Mario und Kirby Streamland. Ja gut, aber das werden wir safe auf der Couch da hinten positionieren können. Haben wir schon hier ein paar Kissen von Assassin's Creed und so, war ja auch mal was drin. Wir machen weiter. T-Shirt merke ich hier. So, was haben wir hier? Beast Butt. Yo. Das ist jugendfrei, meine Freunde. Monster Arsch. Wer ist denn sowas? Sollen wir das probieren? Natürlich okay, jetzt wird's eklig. Was soll das sein? Das sieht aus wie Zuckerwatte, Freunde. Ich kann es aber nicht rausholen, weil irgendwie klebt. Das ist Zuckerwatte. Ja. Das ist einfach Zuckerwatte. Und klebt dann direkt an den Pfoten, weißt du? Schmeckt jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber von sauer oder so merke ich hier jetzt nicht so viel. Das ist halt Zuckerwatte, die nach grünem Apfel schmeckt. Ja, ist okay. Wir machen weiter. Problem ist, dieses große Teil ist ganz vorne. Ich muss da erst drüber greifen. Ja? Das ist schwierig, weil ich da nicht reingucken möchte. Also wir haben auf jeden Fall hier noch ein Teil, zwei, drei, vier oder fünf Stück haben wir hier noch drin. Und wir fangen hier mit an. Geil, Alter! Nice! Ich weiß nicht, wer die Roomtour bei mir gesehen hat. Wer sie noch nicht gesehen hat, ich werde die nochmal unten verlinken. Wisst ihr, dass ich ein Harry Potter-Fan bin, ne? Ah, Schlüsselanhänger von Gryffindor. Geile Sache. So was kann immer easy am Autoschlüssel dran oder was weiß ich nicht was, ja? Also dat, ich finde es nice. Ich finde es wirklich nice. Kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Gryffindor. Geile Scheiße. Wir machen weiter. Wir haben hier noch was. Oh Gott, das wird wieder schwierig. Ich glaube, da ist ein Bild und ich habe Angst, dass ich es kaputt mache. Das ist ein Bild. Und auch das muss wieder safe in einen Rahmen rein. Sehr geil.
Sieht aus wie so eine, ja, wie so eine Zeichnung, wie diese, bevor das Spiel anfängt, ja, diese, ich weiß nicht, ich komme nicht auf den Namen, ja, diese Probezeichnung, ja, dieses Brainstorming, sehr, sehr geil. Finde ich extrem fett. Also wenn das in den schwarzen Rahmen reinkommt, dann ballert. Und das kommt tausendprozentig da rein, wenn ich mir langsam mal hier die Zeit finde, mir hier so bepisste Rahmen zu kaufen. Regie. Es ist immer schwer, da nicht reinzugucken, ja. Avengers Iron... Geil. Oh, jetzt bin ich schon wieder in meiner Euphorie gebremst. Ich habe am Anfang gesagt, das vorne ist, denke ich, eine Figur. Allerdings haben wir hier jetzt schon eine Figur drin, und zwar den guten Iron Man. So eine kleine Minifigur. Aber ich finde so Figurenzeugs echt geil, weil du damit sehr, sehr viel machen kannst. Ja, auch mit den kleinen Figuren. Und wenn du die irgendwo oben auf den Schrank klebst, nur ja, die kleinen Dinger. Oder auf den Schreibtisch irgendwo vorne hin. Ich finde, damit kann man immer am meisten anstellen oder mit am meisten anstellen. Kann aber auch sein, dass da einfach nur der kleine Junge in mir durchkommt. Und Figuren damals konnte ich nicht genug haben. So, wir haben jetzt nur noch die große Box und ein Shirt. Und ich würde sagen, wir gehen mit dem Shirt, weil ich weiß nicht, was das ist, das andere. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Oder in der Relation zu den anderen Sachen. Was ist das denn hier? Yo. Shirt-technisch sieht das Ganze echt fett aus, allerdings weiß ich nicht, was das sein soll, Freunde. Planet der Affen? I don't know, das Shirt ist auf jeden Fall echt fett. Muss man natürlich mal wieder safe anziehen. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, von was das sein soll. Also ich bin jetzt hier bei Planet der Affen. Ja, keine Ahnung, der Druck ist auch hier wieder echt gut. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber fett sieht das ja schon aus, ne? Kommen zum letzten Teil für heute, ja. Das muss safe. Das muss safe eine Figur sein. Das muss einfach safe eine Figur sein. Weil was anderes kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es hat die gleiche Größe wie da hinten, diese Pop-Up-Dinger. Ich bin gespannt. Ich zeig's. Warte, hier, das muss da nach vorne sein. In 3, 2, 1. Hulk? Fett. Richtig fett. Geil, Alter. Mit nur so einem Fuß-Dings hier. Mit nur so einem Boden. Richtig geil. Sowas ist geil. Das kannst du nämlich random auch irgendwo hinpacken. Ich lasse sie immer noch am Anfang hier drin. Wie auch die meine Teile hin. Sowas feiere ich. Deswegen mag ich diese Boxen. Wenn da sowas drin ist. Ja. Wie gesagt, ich bin kein krasser Marvel-Fan. Aber Freundin Hulk. Batman. Ja, das sind geile Charaktere, da muss man einfach mal festhalten. Und die Figur ist extrem fett. Die Figur ist extrem fett. Ich hoffe, man erkennt es. Sollte aber, oder? Ja, so. Sehr, sehr geil. Ah, hab ich recht gehabt. Aber hier waren hier zwei Figuren drin, Freunde. Da waren hier tatsächlich zwei Figuren drin. Hab ich auch noch nie erlebt. Aber wer wird sie denn hier beschweren? Geile Box, muss ich wirklich hier festhalten, für mich eine extrem fette Box, ja. Schlüsselanhänger von Gryffindor, hier das Zelda-Kissen, ja, finde ich auch geil. Das Plakat hier von Sonic feiere ich auch extrem ab. Ich muss unbedingt jetzt langsam ja, mir die Rahmen holen, weil dann kann ich hier richtig einen loszwiebeln. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich finde das echt geil, ich finde das echt geil. Und dann hier noch ein bisschen Beast hintern, ja, wer möchte es nicht haben? Ja, aber schmeckt ja, ist okay. Ja. Saure Apfelzuckerwatte. Und halt hier, ja, die beiden Figuren. Geil. Ich fand die Box extrem geil. Könnt ihr sehr, sehr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Box fandet. Und ob sich einer die bestellt hat und eventuell was anderes drin hatte. Mich würde mal hier interessieren, ob hier noch Slytherin und ja, die ganzen anderen da gibt. Hufflepuff und so, die ganzen Wappen. Oder ob es da wirklich nur Gryffindor gibt. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Dann wäre es aber sensationell, wenn ich Gryffindor kriege. Ausgerechnet. Ja. Ja, Freunde, dann war es natürlich auch wieder an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gewinnspiel für die übernächste Dings. Ja, machen wir wieder ganz einfach. Hashtag Luches in die Kommentare, das Video einen Daumen nach oben gegeben haben. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eventuell auch für übernächsten Monat eine Box zu gewinnen.
und wir machen heiter weiter in diesem Ründchen hier. Ihr habt gemerkt, ich habe jetzt wieder die Leergräger genommen, weil das fürs Auge einfach entspannter ist und wir uns mittlerweile daran gewöhnt haben. Die andere Kamera werde ich safe für Außenaufnahmen und das ganze andere nehmen. Ich denke, dafür bietet sich da ganz gut an. Auch gerade in den Fußball-Challenges, wo Sonntag wieder eine kommen wird. Und ich glaube, Freitag kommt das erste FIFA 18 Video. Hype. Bis dahin wünsche ich euch eine Menge Auspackspaß. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, macht's gut.